Willkommen zurück zu Let's Play Penumbra Black Plague. Wir sind hier ein bisschen weiter zurückgesetzt worden als das letzte Mal. Und das letzte Mal wurden wir irgendwie von dem Wurm erwischt und haben es trotzdem überlebt. Jetzt überleben wir es hier, glaube ich, offiziell. Jawohl. Vielleicht ist einmal dieser Psycho-Horror vorbei und wir kommen mal wieder in ein einigermaßen... Ja, so meine ich das. Oder? Meine ich das so? Ja. Hallo? Hallo. Oh. Can you hear me? What am I doing here? Who am I? Why can't I hear their voices? Well, thanks for the help. I'm having an existential nightmare and you can't even say a word. Okay. Muss man das jetzt verstehen? Ich hoffe nicht. Uah. Hier kommen wir her, vermute ich mal. Ja, hier sind wir entlang gelaufen, das weiß ich noch. Bevor wir da in diesem komischen Albtraum gelandet sind. So, hier haben wir ein Rad. Ein Ventil. Hier war doch gerade noch irgendwo ein Auge. Nein. Huch. Hey, ich habe gar nichts gemacht. Na komm. Ah, jetzt steigt der Wasserstand, verstehe. Vermutlich müssen wir jetzt irgendwie mit den Kisten da einen Weg rüber bahnen. Ja, aber nicht so. Ich vermute, wir kommen auf die Kisten nicht drauf, wenn wir vom Wasser aus, also so kommen wir das wahrscheinlich nicht hoch, nein. Jetzt ziehe ich das mal hier so ein bisschen in Reihe, so. Das müsste noch reichen, glaube ich. Ganz. Wir fallen vermutlich eh noch 10-mal runter, aber müssen wir die nachher schon nicht auf dem Wasser irgendwie durch die Gegend ziehen. Nein, komm her. So. Wir müssen eh noch ein bisschen was werden, wir noch bewegen müssen, weil die 6 Kisten reichen da nicht für den ganzen komischen See oder was an den See ist es nicht. Das ist eher für das ganze Becken, nennen wir es mal so. So. Letzte. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gibt es hier unten eigentlich was? Nein, das sieht nicht so aus. Wir haben gar keine Wasseranzeige, das finde ich ein bisschen doof. Alter, jetzt geh halt da hoch. Nein! Mein Gott. So, dann probieren wir es nochmal. 1, 2, 3. Nein! Das wollte ich ja vermeiden. Vielleicht müssen wir jetzt doch gucken, dass wir mit den 6 rüberkommen, weil es scheint mir ziemlich schwer zu sein, die Kisten hier zu bewegen, während man auf einer drauf. Hä? Was war das jetzt? Hallo? Ich komme nicht nach oben. Keine Ausdauer mehr, oder wie? Mal nochmal. Ach! Oh je, Freunde, das kann dauern. Ich spiele so eine blöde Jump'n'Run-Sequenz in einem Horrorspiel. Darauf könnte ich jedes Mal gut und gerne verzichten. So, zack, zack, zack. Okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen extrem weit auseinander. Ein. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber wenn doch, wäre
das ist eine Idee, das Ganze ein bisschen leichter zu gestalten. Ja, es geht. So, wir lassen das Wasser hier ab. So, und dann stellen wir einfach die Kiste jetzt, in eine schöne Reihenfolge. Das geht vermutlich leichter. Und ich hoffe, dass die sich da nicht... Abflusssystem. Da waren doch gerade Schritte. Oh nö, Leute, lasst mich doch jetzt hier in Ruhe basteln. So, den Sprung schaffe ich. Hoffe ich. Müsste jetzt eigentlich gehen. Bin gespannt. Ich hoffe mal, dass die, also wehe, die Kisten, die verändern jetzt ihre Lage groß. Das können sie aber eigentlich nicht machen. Na komm. Nein, das sieht gut aus. So. Hopp. Lieber wieder ein bisschen vorsichtiger. Bisher kam ja noch kein einziges Monster, bis auf dieses komische Alien-Zombie-Irgendwas-Viech. Ja doch, halt, nein, stimmt doch gar nicht. Der Wurm kam ja. Okay, wir müssen vermutlich da hoch, oder? Halt. Ein Ausgang. Ich würde gerne hier raus. Ja, ich auch. Aber ich habe so meinen Zweifel, dass wir da rauskommen. Da wir die letzten 27 Folgen im ersten Teil und die letzten, wie viel sind es hier, 5, 6 Folgen hier hochgelaufen sind, heruntergelaufen sind, bezweifle ich, dass wir jetzt mit einem Lüftungsschacht nach draußen kommen. So. Oh, wir sind auf der Toilette. Ach, schön. Ich glaube nicht, ich muss nicht, was? Ich glaube, ich muss nicht unbedingt in das Abwassersystem zurück. Nö, also von mir aus muss das auch nicht sein. Dem Geruch nach ist der Abfluss verstopft. Hm. Jam, jam, jam. Ich habe schon mal besser ausgesehen. Ja, ich sehe gar nichts. Es verströmt einen fauligen Geruch. Na, lecker. Ist hier was drin? Ah, Batterien. Warum habe ich eigentlich die Taschenlampe nicht ausgerüstet? Na doch, habe ich. Ach so, stimmt. Mit G ist ja, genau. Mit G ist Glowstick und sonst Taschenlampe. Ah, Save Point. Diese Matratze riecht nur geringfügig besser als der Rest. Ja, so. Erstmal speichern. Ach, schön. Jedes Mal fällt es mir schwerer, zurückzukehren. Jedes Mal fühle ich ein Stück weit mehr von meinem Inneren. Genau. Der Fernseher ist in einem schlechten Zustand. Zu schade. Ich würde es gerne ein bisschen Fernsehen gucken. Ein bisschen RTL. Abgesehen von einigen staubbedeckten Büchern ist das Regal leer. Danke, das sehe ich auch. Kann ich die denn da mal weg... Vielleicht ist ja was dahinter. Nein, scheint nicht so zu sein. Oben ist auch nichts. Was ist das da? Auch nichts Wirkliches. Mann, ich hätte jetzt gerne ein bisschen RTL geguckt. Zum ja, um die Uhrzeit, wie viel Uhr haben wir jetzt? 16 Uhr irgendwas. Das ist bestimmt eine Top-Zeit für RTL gucken. Ist übrigens doof. Ich, wie gesagt, 16 Uhr ist gerade. Ich nehme ja sonst immer alle Horrorspiele nachts, also abends auf. Aber leider, ich brauche diese Folgen unbedingt jetzt. Ich habe gerade total Stress. Der Sicherungskasten scheint zu funktionieren, obwohl der Verrostung abgenutzt ist, okay? Ich habe gerade total Stress und deswegen muss ich auch mittags jetzt hier, wenn ich mal Zeit habe, auch leider Horror-Games aufnehmen, aber was soll's. Traditionelle Kunst, die einzige, die ich wirklich zu schätzen weiß. Okay, kann man das Bild abhängen? Nein, vielleicht ist ja was dahinter. Nein. Irgendein Diagramm. Okay, kann man den Computer... Funktioniert nicht, ich glaube, er hat keine Stromversorgung, okay. Gucken wir mal in die Schubladen rein, da ist nichts. Batterien und eine Flare. Nein. So. Tja, dann gucken wir mal den Sicherungskasten. Okay. Ach, auch mal wieder eine Sicherung. Huch, so schnell geht es. Cool. Funktioniert nicht. Ich glaube, er hat keine Stromversorgung. Achso, der geht immer noch nicht. Geht nicht. Die Tür scheint eine Art elektrische Schließmechanismus zu haben. Okay. Machen wir jetzt noch eins weiter. Ah, jetzt tut der Computer. Eingehender Videochat. Oh. Wow, you look like you've crawled through a sewer to get here. I suppose I'm flattered. Hi, I'm Amabel,
Amabel Swanson, and I suppose I'll be your guide for the day. Hello? Can you hear me? I think the transmission's only one way. I've got a webcam. Pull a silly face if you can hear me. Oh, very attractive. Okay, we're on. There's some things you need to know. Sure. Whatever you say, lady. We released a virus. It wiped us out. 3 weeks ago, we tried to get out through the mines, but it didn't work the way we'd planned. I think one of the Inuit workers made it, but others were taken. Some panicked and got lost. I ran, and when I stopped, I was on my own. Oh, and another symptom is deja vu. The only chance we have is a man called Howard. He said he'd found a solution to the virus. His vitals last registered in the library, but only members of the organization have access. I'm still seeing a few life signs in the residential quarter. You need to find a survivor and get through into the library. Oh, and look out for our medical guy, Richard Emanis. He was acting strangely when I last saw him. What else don't you know? Let's see. Watch out for signs of infection. Present and accounted for. Did you say something? Look, the symptoms we know about are paranoia and aural distortion. Oh, and another symptom is deja vu. Enough already. My sides are splitting. Well, I think that's everything you need to know. I'm sending over some research on the virus, and I'll get some doors open for you. Maybe now we can shoot the shit. Okay, interessant. Also, zuerst mal, ich dachte, das sei alles schon viel länger her mit dem Ausbruch von dem Virus. Ich hatte seit schon ein paar, weiß ich, 50 Jahre so, aber das ist erst 3 Wochen her. Okay, was haben wir denn hier? Tonguide Virus, Arbeitsbericht, Amabel Swanson, das ist die Dame, mit der wir gerade gesprochen haben. Infektionsverlauf. Das Schlimmste an meinem Beruf ist, dass wir durch den Tod lernen. Zeitrahmen 5 Wochen. Ort verbarrikadiert in der alten Kantine. Forschungsobjekt 3 mit dem Virus infizierte Mitarbeiter des Archaikums. Mit jeder weiteren Infektion wird der Verlauf der Lebenszyklus dieses Virus ein Stück weit klarer. Zuzüglich zu bereits dokumentierten Symptomen scheint es ein Endstadium zu geben, in dem sich der Organismus endgültig durchsetzt. Und ich habe wieder mein Handy eingelassen, verdammt. Kurz bevor er völlig katatonisch wird, berichtet der Infizierte über merkwürdige außerkörperliche Erfahrungen. Die Patienten haben diese als eine Art Jagd durch eine Reihe ihrer eigenen Träume beschrieben. Eine Art mentaler Hinderniskurs. Diese Berichte enden unweigerlich damit, dass der Patient von einer unentrinnbaren, dunklen Macht verschluckt wird. Kurz darauf entgleiten sie völlig unserer Kontrolle. Wenn diese Erfahrungen tatsächlich eine Art mentaler Repräsentation des Infektionsverlaufes sind, können wir nur vermuten, was passiert, wenn der Patient in seinen Halluzinationen entkommt. Zusätzliche Anmerkung, heute gestand mir Dr. Eminesis, dass er soeben eine solche Erfahrung gehabt hat. Er besteht darauf, sich seit Monaten nicht mehr so gut zu gefühlt zu haben. Ich werde ihn im Auge behalten. Okay. Jetzt wissen wir also, was so passiert, wenn man, jetzt hat sich wahrscheinlich gerade die Tür geöffnet. Mein Vater, er ist in der Nähe. Ach genau, wir müssen nach Howard suchen. Unserem Vater. Und jetzt möchte ich gerade mal kurz sagen, was habe ich. Ich muss Howards letzter bekannten Aufenthaltsort finden, die Bibliothek. Ich sollte nach Überlebenden Ausschau halten und mich auf einen gewissen Dr. M. Menesis achten. Das ist ja der, wo sie gerade geschrieben hat. Der hätte gesagt, er fühlt sich nicht wohl. So, wir speichern nochmal. Warum auch immer. So. Und dann geht's weiter. Infiziert. Als ich dieses Wort im Zusammenhang mit meiner Person las, setzte mein Herz vor Schreck einen Schlag aus. Trotzdem erscheint es nur ein Grund mehr zu sein, meinen Vater zu finden. Eine freundliche Stimme zu hören, hatte auch nicht geschadet, aber zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass sie sich wohl als verrückt herausstellen würde. Und das weißt du woher? Wenn wir must continue to share this brain space, I think I should have a name. Strange. So rare an opportunity to select one's own nomenclature, and yet I find myself at a loss. Huh. Any ideas, monkey? Oha, okay, dieses. So much storage in this mind of yours. Did you realize you got an entire section in here devoted to film titles? 3,103 and a half pills, you see?
got the first half of It's a Wonderful Life in here. Huh, how does it end? Now I'll never know. You know, Clarence, that's not a bad handle. I am something of a guardian angel. Darf ich jetzt? Oha. Also irgendwie scheint so, als hätten wir in unserem Kopf eine zweite Persönlichkeit oder diese Stimme, die hier gerade zu uns spricht. Clarence. Sehr nett. Okay. Die Tür wird von etwas auf der anderen Seite blockiert. Verstehe. Was hat die Stimme gesagt? Naja. Also was ich ganz interessant finde, ist es mit den Filmtiteln. 3.500 oder wie viel es waren. Naja, das ist doch auch einiges. Also so viele Filme habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gesehen. Naja, gut, dann werden wir uns mit Clarence nächste Folge noch ein bisschen unterhalten und dann vor allem gucken, wo wir hier hinkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.